Der Südsudan zählt zu einer der Regionen, die momentan am meisten von einer humanitären Katastrophe in der Welt heimgesucht sind. Das ist aber keine Naturkatastrophe, das ist ein von Menschenhand gemachter Konflikt und eine von Menschenhand gemachte Krise, die ausgelöst wird eben durch den Krieg, den Bürgerkrieg. Und daher fordern wir und andere seit langem, dass man vor allen Dingen die Ursachen dieses Bürgerkrieges angehen muss, wenn man erreichen will, dass die Menschen dort endlich ein Auskommen haben. Als der Südsudan im Sommer 2011 ein unabhängiger Staat wurde, war die Freude riesengroß. Menschen waren überall auf der Straße, weil sie dachten, jetzt ist endlich der Krieg vorbei, jetzt gibt es endlich eine Zukunft in Frieden, mehr Demokratie, mehr Selbstbestimmung, mehr auch ein besseres Auskommen für die eigene Familie. Es sollte sich alles anders entwickeln, aber damals war eben diese Hoffnung ganz groß, weil man schaute auf fast 5 Jahrzehnte des Kampfes zurück, des Völkermords, schlimmster Menschenrechtsverletzungen. Und man hatte das Gefühl, jetzt können wir als Südsudanesen endlich unser Geschick gestalten, sind nicht mehr abhängig vom Sudan, alles wird besser, alles wird gut. Und leider ist nichts gut geworden. Südsudans Regierung hat systematisch ihre eigene Armee hochgerüstet in den letzten Jahren. Fast alles, was es an Einnahmen aus der Ölindustrie gibt, wird in neue Rüstungskäufe gesteckt. Die Zivilbevölkerung kommt vollkommen zu kurz. Was wir feststellen, ist einfach, dass diese Waffen quasi einen Kreislauf der Gewalt anheizen in diesem Land. Und daher fordern wir und andere Organisationen seit langem ein Waffenembargo gegen alle Konfliktparteien im Südsudan. Bislang ist dies immer wieder gescheitert im Weltsicherheitsrat, weil einige wichtige, einflussreiche Staaten es nicht akzeptieren wollten. Aber es geht kein Weg daran vorbei, die Zahl der Waffen in der Region zu verringern, wenn man endlich Frieden erreichen will.